Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Gwent. Wir wollen heute weitermachen bei Herausforderung und wir fangen das neue Kapitel an. Und zwar Zwerge! Richtig! Habt ihr gut erraten. Und wir wollen gleich loslegen quasi bei der Verteidigung des Brokilon. Und wir spielen... wie spielen wir denn? Wir spielen die Monster. Eigentlich nicht, wir spielen nicht die Monster. Wir spielen das nördliche Königreich. So, bin ja jetzt neuerdings so schlau. Verteidiger des Brokilon. Der Brokilon ist, kein gewöhnlicher Wald. Das Wurzelgeflecht der Bäume vibriert vor Magie. Urwüchsige Energie pulsiert durch die sanften Brisen und gurgelnden Bäche. Die Dryaden haben gelernt, sich dies zunutze zu machen und daraus eine Kraft zu ziehen. Der Mensch oder der Elf bei Weitem übersteigt. Okay. Generiere Aetene. Ich glaube ja so, ne? Müsste eigentlich richtig sein. Einsatz. Lasse in Sonderkarte aufstehen. Hinweis. Brauchen wir ja. Ja, okay, komm. Warte, bis der Gegner seine Einheiten kräftigt oder verbessert. Um diese dann zu dem richtigen Zeitpunkt zu schwächen oder zu zerstören. Nützliche Karten. Dimitrun fesseln oder verbrennen. Okay. Und damit legen wir los. Wir spielen jetzt das nördliche Königreich, ne? Ah ja. Muss ich mir mal merken, ne? Okay. Für Menschen ist kein Platz im Brokilon. So bestrafe ich die, die mich verärgern. Oh, schade. Okay. Fügt 3 benachbarten Einheiten 4 Schaden zu. Die sollten wir uns vielleicht mal aufheben. Wie viele Goldkarten? Eine haben wir auf der Hand. Würde uns jetzt nicht viel bringen. Kommen die raus? Die raus? Ja, ich glaube, so müsste passen, oder? Ich habe gerade überlegt. Entschuldigung. Okay. Okay, komm, die machen wir gleich. Zack. Ach, wir hätten eigentlich auch die ausspielen können erst. War auch ganz gut, dass wir das nicht so gemacht haben. Leid tun, dass deine Mama dich rausgepresst hat. Okay, 3. Er verbessert, also hat irgendeine Karte jetzt verbessert 3 auf seiner Hand. Verbessere die Einheiten und alle loyalen Einheiten mit derselben Stärke 1. Wenn sie sich in deiner Hand, in deinem Deck oder auf deiner Seite des Schlachtfelds befinden. Okay. So. Zack, zack, zack. Okay, warte mal. Wir haben ja irgendwie einer, der Damage macht, ne? Füge 2, 2 ein. Schaden zu. 2, 2 ein. Ich will ungern passen. Bist du da eigentlich? Deaktiviere bei 2 Einheiten Block, genau, stimmt. Ich will jetzt eigentlich ungerne passen. Aber wir machen's. Wir werden nicht verhandeln. Catmill in Seide. Okay. Weil das Schöne daran ist ja jetzt, quasi. Er hat jetzt weniger Karten wie wir. Okay, so, was haben wir jetzt gekriegt hier? Zack, 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 zack. Wir können eine austauschen. Entfernt die Rüstung von 2 Einheiten. Okay, er kriegt Rüstung. Okay, nee, sollte endlich so passen, ne? Das machen wir so. Huch. Jetzt bin ich gegen den Tisch gekommen. Tridam! Okay. Dolblatana! Was ist das?
Diese Einheit um 1, wenn eine Sonderkarte ausgespielt wird und sich diese Einheit in deiner Hand, in deinem Deck oder auf deiner Seite des Schlachtfelds befindet. Okay. Da machen wir. Wir können eigentlich vielleicht ein bisschen früh, aber. Frieden mit Menschen? Abet Arse! Eigentlich nicht so schlimm. Ich überlege tatsächlich gerade ein bisschen. Muss man ja auch mal machen, glaube ich. Ich hab's dir gesagt. Machen wir so. Machen wir so. Ich erwarte deine Befehle. Und 5 für Nachtwatte, okay. Der macht ja 3 benachbarte. Okay, da warten wir noch ein bisschen. Füge ihnen zusätzlich 4 Schaden zu, wenn es sich um gegnerische Einheit handelt. Könnten wir eigentlich? Schach. Matt. Also zack und zack. Okay. Dir wird's noch leid tun, dass deine Mama dich rausgepresst hat. So, damit 3 benachbarte Einheiten. Papp. Okay, damit passen wir. Und sieht doch ganz süß aus bei uns, oder? Läuft. Läuft, Leute. Okay, die erste Runde ist ja auch immer ein bisschen easy. Die tauschen wir aus. Zack, die raus. Dann die raus. Ja. Halb so schlimm. Wir spielen jetzt die aus. Machen so einfach. Machen so. Und so. Was? 4, 3, 2, 1. Ach so, die ist Gold. Ah, fuck. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Entschuldigt bitte. Okay. Machen wir so. Hopp. Sind wir bei 18. Oh, damit haben wir gewonnen. 28. Und damit haben wir gewonnen. Sehr schön. Das war doch ganz easy, oder Leute? Zack, zack, zack. Okay. Dann würde ich endlich auch gleich wieder glatt vorschlagen. Wir spielen nochmal nördliche Königreich. Okay, so, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar das Bündnis der alten Völker. Wir spielen nochmal, haben wir ja gerade gesagt, das nördliche Königreich. Okay. Dryaden sind von Natur aus misstrauisch und meiden den Kontakt zu Fremden. Die einzige Ausnahme machen sie für Elfen, mit denen sie Bündnis schließen, wenn sie in der Unterzahl sind. Die zahltechnische Überlegenheit des Gegners ist in solchen Fällen kaum noch von Bedeutung. Diejenigen, die nicht den Klingen der Elfen zum Opfer fallen, werden von den mächtigen Zaubern der Dryaden vernichtet. Okay. Da ein Hinweis, warte bis der Gegner ja seine Einheiten kräftigt oder verbessert, um diese dann zum richtigen Zeitpunkt zu schwächen oder zu zerstören. Nützliche Karten, Ciaran und Geschenk der Natur. Wir legen mal direkt los und wollen mal gucken. Gucken, Leute. Ja, Ladebildschirm, yay! Na, jetzt sieht's aus. Ich respektiere die Menschen nicht. Schach. Matt. Haha, wir können's. So, okay. Den schmeißen wir raus. Dafür haben wir Dudu gekriegt. Okay, sehr gut. Warte mal, wie viele Goldkarten haben wir? Eine, die behalten wir. Und so, lassen wir jetzt erstmal zack. Und dann spielen wir gleich. Erstmal die aus. Nämlich die Inflatterie. Leid tun, dass deine Mama dich rausgepresst hat. Echt, scheiße. Würde mir leid tun. Ach, warum denn?
Okay, entferne Rüstung. Nein, das wollen wir noch nicht. Okay, komm. Lang lebe, et cetera, et cetera. Die sollte eigentlich passen. Okay, so, jetzt hat er damit erstmal ein bisschen was gemacht. Dann können wir erstmal hier ausstehen. Zack. Und können sagen, 2, 2, 1. Wir werden nicht verhandeln. Okay, und dann sagen wir, naja, warum denn nicht? Alter. Wenn ich muss. Zack, sagen wir 17. Pass auf. Jetzt machen wir so. Und dann nehmen wir sie. Nehmen wir Triss. Führe starke Magie. Und damagen den erstmal auf 5 runter. Und damit haben wir die erste Runde gewonnen. Sehr schön, oder? Sehr, sehr schön. Zähigkeit hätte ich mir jetzt noch vielleicht gewünscht oder so. Dass wir die haben oder so. Oder so, oder so, oder so. Füge Einheiten in der Reihe auf der gegnerischen Seite 2 Schaden zu. Rüstung wird ignoriert. Neue Übersetzung erhöht den... Okay, zugefügten Schaden um 1. Okay, die nehmen wir raus. Wir sind ja jetzt dran, ne? Ne? Schieben wir die aus. Also schlimm, spielen wir die wir aus. Holen die, die machen so. Okay, 11. Ist dieser. Okay. Entfernt die Rüstung. Meine Studien sind wichtiger als das hier. Ah, Scheiße. Ach, fuck. Ja, was soll's. Was soll's, hilft ja nicht. Catmill and Seide. Für Radovid! So? Catmill and Seide. Dieser Einheit um 1, wenn eine Sonderkarte, okay. Er macht noch 4 Schaden. Schach. Matt. Zack, zack. So. Der macht. Alles in Ordnung? Freundchen. Ich spiele jetzt erstmal die aus. Zack. Es zieht ein Unwetter auf. Oh mein Gott. Die Zeit nutzen. Sucht der Streit? Suchst du Streit? 4, 3, 2, 1. 5, 4, 2, 3, 1. 5, 4, 3, 2, 1. So. Okay. Machen wir so. Und machen so. Halt durch, mein Lieber. Der sucht Stress. Du verdienst nicht zu leben. Bleibt uns jetzt eine Stunde übrig. Und machen so. Damit hat er keinen mehr. Genug mit der Farce. W3, Ende! Wir passen. Und haben damit gewonnen, Leute. Was? Was ist denn jetzt los? Okay, geil. Gigi geil. Okay, geil. Schön, dann spielen wir doch glatt nochmal das nördliche Königreich, würde ich sagen. Würde ich sagen, du. Okay, warte. So, dann wollen wir mal gucken. Okay, hier, die Gewässer des Brooklyn. Okay, dann schnappen wir uns mal das nördliche Königreich, würde ich sagen. Ja, würde ich ja doch, können wir machen. Hab ich jetzt gerade zwar nochmal überlegt, aber nein, ist okay. Die Gewässer des Brooklyn. Den Gewässern des Brooklyn werden außergewöhnliche Eigenschaften zugeschrieben. Jeder, der von ihnen trinkt, verliert seine Erinnerung. Und die Dryaden können angeblich auf der glatten Wasseroberfläche kommende Ereignisse sehen. Das würde zumindest erklären, warum ihre Armeen auf jede Eventualität vorbereitet zu sein scheinen. Okay, sehr, sehr gut. Hinweis.
Warte, bis dein Gegner seine Einheiten kräftigt oder verbessert, um diese dann zum richtigen Zeitpunkt zu schwächen oder zerstören. Logisch. Okay, eigentlich genau dasselbe wie genau davor die Runde. Sollten wir doch hinkriegen, oder? Sollten wir doch hinkriegen. Ladebildschirm. Wir werden nicht verhandeln. So bestrafe ich die, die mich verärgern. Ja doch. Ja. Okay, die schmeißen wir raus, die sind mal gefährlich. Nein, ist eigentlich nicht, aber psch. Okay. Ja, komm. Ach scheiße, die hätten wir noch austauschen können hier, die beiden. Fuck. Naja. Truppen, so. Hierher, sofort! Wir werden unsere Stärke beweisen! So. Es weht ein böser Wind. Ey, du Lümmel. Für Radovid! So. Was denn für ein Lümmel? Finde ich gar nicht cool von dich. So. Ich überlege bloß. Aber wir sind pleite, wie die letzten Hausierer. Die? Hierher, sofort! Für Menschen ist kein Platz im Brokilon. Nee. Sag doch mal. Catmill in Seide. So. Ja, schön. Haben wir mit 38. Damit haben wir die erste Runde gewonnen. Okay, das sieht sehr gut aus eigentlich. Können wir eigentlich alle so behalten? So, sie. Jawohl. Können wir nämlich eben noch davon holen. Wir sind jetzt am Start. Dann spielen wir den noch gleich mal aus. Ich werde nicht versagen. Nein, wirst du nicht. Lang lebe, etc. Genau. Catmill in Seide. Aber wir sind pleite, wie die letzten Hausierer. Schwupps. Dann spielen wir gleich die aus. So bestrafe ich die, die mich verärgern. Machen wir so und so. Ihr Scheusale, ich verfluche euch, Deune. Ja, das machst du. Warum tust du uns das an? Spitzel erwartet die Klinge. Zack. Bleib liegen. Du musst dich erholen. Uncool. Genug mit der Farce. W3, Ende! Okay, wir passen. Automatisch. Ja, natürlich, weil wir keine Karten mehr haben. Und damit haben wir gewonnen, Leute! Was ist denn heute los? Was denn heute los? Sehr geil. Und damit haben wir die Karte doch gekriegt. Hammer. Wie gesagt, wir machen am Ende dann die Lese und Vorlesen. Die Stories von den Charakteren, die wir gewonnen haben. Okay, Leute, dann verabschiede ich mich heute. Vielen Dank für Zugucken. Bin ganz überrascht, dass die jetzt gerade so wahnsinnig gut gelaufen ist. Okay, auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht was draus. Ist ja doch nochmal ganz angenehme Data geworden, glaube ich. Ansonsten, danke für Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Gwent oder irgendwo anders in irgendeinem anderen Let's Play. Oder wo auch immer. Alles klar, bis dahin. Ciao mit V.